Liebst du auch farbigen Lidschatten, besonders jetzt im Sommer? Und bist du mal richtig begeistert, wenn du eine Palette im Laden siehst, aber wenn du sie dann gekauft hast und zu Hause hast, weißt du irgendwie nicht mehr so richtig, was du damit anfangen sollst? Und vor allem, wie du die Farben integrieren kannst in dein Alltags-Make-up, ohne dich verkleidet zu fühlen? Genau dieses Problem möchte ich heute für dich lösen mit der neuen Tropic Exotic Eyeshadow Palette von Catrice aus der neuen Limited Edition. Das Packaging schreit nach Sommer und auch die Farben sind richtig, richtig schön bunt. Die Palette enthält eine Mischung aus matten und metallischen Texturen und ich zeige euch jetzt drei super einfache, tragbare Looks damit, die ihr auch wunderbar in den Alltag integrieren könnt. Look Nummer 1 ist ein farbiger Eyeliner. Hier eignen sich besonders der Blauton und der Grünton in der Palette dafür. Die sind super schön pigmentiert, wie gesagt, haben richtig viel Leuchtkraft und mit denen kann man super schön einen bunten Eyeliner ziehen. Nimm hierfür einfach einen abgestreckten Pinsel, geh in die Farbe rein und dann geht's auch schon los. Kleiner Tipp, wenn du die Farbe auf dem Pinsel hast, kannst du den Pinsel auch noch einmal anfeuchten, dann wird die metallische Farbe noch ein kleines bisschen intensiver. Das kann man bei diesen Texturen sehr, sehr gut machen, bei den matten allerdings nicht. Darauf achten. Dann einfach noch Mascara drauf und fertig. Look Nummer 2, farbiger Eyeliner am unteren Wimpernkranz. Hierfür starte ich mit dem intensiven metallischen Türkiston und trage ihn hier im Augeninnenwinkel beginnend bis zur Mitte auf. Und als zweiten Schritt nehme ich den Bronzeton aus der Palette. Auch der ist super schön metallisch und damit kriege ich so eine Art Farbverlauf, indem ich den ab der Mitte bis zum Außenwinkel auftrage. Hier einfach darauf achten, dass an der Stelle, wo die beiden Farben sich treffen, ihr die so ein bisschen ineinander wischt, damit sie einen schönen Übergang haben. Das ist Look Nummer 2 und schreibt mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, wie viele bunte bzw. farbige Looks ihr dieses Jahr schon getragen habt. Hat euch die Sonne schon inspiriert? Habt ihr euch schon getraut? Lasst es mich wissen. So, Look Nummer 3 ist eine farbige Lidfalte und hier nehme ich jetzt zwei matte Farben aus der Palette. Und zwar einmal diesen schönen Korallton und dieses intensive Pink. Ich starte mit einem großen fluffigen Blendpinsel mit dem Korallton, dem helleren, und trage den erstmal großzügig in der Lidfalte auf. Und da die Farben wirklich pigmentiert sind, hier mit einer leichten Hand drüber gehen. Und mit einem etwas kleineren, präziseren Pinsel gehe ich jetzt in das intensive Pink und konzentriere die Farbe noch ein kleines bisschen weiter unten, sodass wir auch hier einfach einen schönen Farbverlauf haben. Der Farbeffekt noch ein kleines bisschen intensiver wird. Wenn euch der Korallton schon reicht und ihr sagt, okay, das ist ein schöner, farbiger, dezenter Akzent, dann lasst es einfach so. Aber wie gesagt, ich mache noch ein kleines bisschen von dem Pink dazu. So, das ist der dritte Look. Es gehören natürlich noch ein paar andere Produkte zu Tropic Exotic LE. Einmal zum Beispiel der Matte Face & Body Bronzer. Ein Riesen-Packaging. Wie ihr seht, mit einem sehr, sehr schönen Druck in. Und dazu der passende Highlighting- und Bronzing-Pinsel mit einem wunderschönen Griff im selben Style wie das Packaging generell. Und damit gebe ich meinem Gesicht jetzt noch ein kleines bisschen Wärme und Farbe. Ich trage außerdem einen von zwei Nagellacken auf meinen Nägeln aus der LE und das ist die Farbe Bird of Paradise. Und die andere Farbe ist Hibiscus Heat. Auch ein wunderschöner Ton für den Sommer. Also dann gibt es noch eine wunderschöne Cheek-Palette in der Kollektion, Touched by Paradise heißt die. Und die hat wunderschöne Highlighter drin und einen Blush. Wirklich unfassbar schön und ich trage jetzt einmal den Blush der Palette auf. Ein richtig schöner, frischer Ton, perfekt für den Sommer. Passt auch perfekt zu meiner Crease. Ich swatche euch gerade einmal die Highlighter nebeneinander, dass ihr da auch den Unterschied sehen könnt. Das sind die Farben super schön metallisch und intensiv, super pigmentiert. Ein etwas hellerer Champagnerton, dann einer, der ein bisschen mehr ins Goldene geht und ein bronziger Highlighter. Perfekt für den Sommer. Ich trage den hellsten Highlighter einmal hier in meinem Innenwinkel auf. Unter der Augenbraue. Und den goldenen Highlighter trage ich noch auf den Wangen zusätzlich auf für extra Glow. Schimmer. Wahnsinn. Mega. Alle Informationen zu der neuen Tropic Exotic LE findet ihr unten in der Infobox. Gebt dem Video auf jeden Fall einen dicken, fetten Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, den Catrice YouTube-Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal.